Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei KT Friends. Heute begrüße ich mal euch im Auto. Und zwar sind wir nämlich unterwegs zu der Welser Pferdemesse. Ich freue mich schon mega. Vielleicht treffe ich auch an die Döbeli-Themen, aber ich weiß es noch nicht. Aber ich freue mich trotzdem mega, mega, mega doll. Wir sind endlich da. Zum Schluss. So, die Martina hat sich jetzt noch den Sprungplatz geholt.
und wir wechseln die Gruppen. Janina Lechenauer, Kommunikation und beobachtet die ganze Messepräsentation. Einige Auserwählte, klassetypische Friesen zeigen. Sehen Sie, gerunzelte und ein- und zweispännig gefahren. Ein paar Minuten einfach rund um die Bilder von diesen prächtigen Perlen des Nordens und sparen Sie nicht mit Ihrem Applaus. Der Fries ist schon fertig. Ja, der junge Hengst hinten von dem Park zeigt sein Temperament. Unsere Reiterin Alexander Heimmeier hat ihren Spaß erlebt. Wilco ist fünfjährig und will sein Temperament über euch beweisen. Citizen seines Zeichens, 12 Jahre, war Fohlen-Champion in den Niederlanden, dreijährig Führungssieger der Twigbaden, dreimal mit seinem Besitzer, Albert Lüchs, Vizemeister im Twigbaden-Fahren der Niederlande und hier Vicky Lüchs. Nach 3 bis 4 Stunden Warten in der Schlange habe ich dann auch endlich Anita getroffen. Auf der Mühlviertler Alm, nicht im Hof. Wirklich, beim Stöttner. Und dort, beim Stöttner, habe ich die schönste Galoppstrecke meines Lebens gesehen. Und da bin ich letztes Jahr beim Geburtstag mit meiner Schwester, da gibt es irgend so einen Försterweg. Und da kann man, ich glaube, das ist die längste Galoppstrecke überhaupt. Und da kannst du 15 Minuten nur ganz leicht bergauf im Wald Flane galoppieren. Das ist so schön dort. Das nächste Mal beim Geburtstag hingefahren. Wollen wir noch ein Foto machen? Ja. Das ist einfach ein Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich bin gerade noch ein paar Minuten. Wir sind jetzt gerade rausgegangen vor dem Messegelände. Ich bin jetzt wirklich 3 Stunden oder so angestanden oder mehr, fast 4 Stunden bin ich angestanden mit der Schlange, nur damit ich jetzt Anita sehe. Aber es hat sich einfach mega, mega gelohnt. Also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen. Aber es hat sich einfach mega, mega gelohnt. Und es war mega, mega cool. Sie war richtig, richtig nett. Na, das war da, wo glaube ich. Sie war mega, mega nett. Ja, und ich zeige euch später dann noch die Sachen, was ich mir gekauft habe. Ja. Ich grüße jetzt noch Schleich-Love22 a Snap und Rosalie. Musik.